Huch. Kurz die FPS runtergesackt. Oh, oh. Jeder Spieler weiß, wenn man so mit Munition vollgestopft wird, heißt das im Normalfall nichts Gutes. Na gut, wir haben 6 Blendgranaten und ja, wir haben ja sogar noch einen Leuchtpistolenschuss. Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice hatte. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Um gegen Pumpgun zu wechseln. Die hat auf jeden Fall mehr Schuss. Komm, die nehmen wir doch mal mit. Gibt's da oben irgendwas? Auch wenn ich bezweifle, dass das eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Ach du Scheiße. Komm, lad nach. Boah. Heilige Scheiße. Und munitionstechnisch geht es uns auch nicht mehr so gut, sehe ich gerade. Ach verdammt, wir hätten einfach hier hoch ins... ins Licht rennen können. Das Dunkel bewegte sich dort vorn in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. War es hinter Alice her? Da müssen wir jetzt über einen Friedhof laufen. Hört doch auf. Das ist alles nicht gut, was ihr hier macht. Die Nachtschicht kann Krebs verursachen. Was kann die Krebs verursachen? Moment, lasst mich kurz die Waffe wechseln. So, du bist dran. Shit, ich muss die Taschenlampe aufladen lassen. Der hängt da fest. Schön ruhig hier plötzlich. Vielleicht ein bisschen zu ruhig. Was ist das für ein Ding, was ich hier benutzen kann? Oh, wie schön. Licht. Kontrollpunkt.
Ich mag nicht, wenn sich Züge bewegen. Was war das? Warum sind da gerade so Federn geflogen? Aber ich meine, im Moment kann uns ja wenig passieren. Wir sind ja mit 6 Blendgranaten ausgestattet. Und wir haben eine neue Manuskriptseite. Also eine wirklich ganz neue, selbst für mich. Wake liest eine Seite. Aber da fehlen uns ja noch viele davor. Die will ich jetzt aber eigentlich alle noch gar nicht lesen. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Wow. Ach komm. Komm her, kleines Autochen. So. Hier wird uns bestimmt gleich noch mehr um die Ohren fliegen. Die hatten wir wohl schon. Grey Peak Gorge? Die Minenstadt Grey Peak wurde 1928 gegründet und war eine der Siedlungen, die die Bright Falls Mining Company für ihre Arbeiter errichtete. Der Friedhof in der Nähe ist ein Zeugnis für die Gefahren, denen die Bergleute täglich ausgesetzt waren. Die meisten Männer, die im Laufe der Zeit ihr Leben hier verloren, wurden dort begraben. Eine düstere Mahnung zur Vorsicht für alle Hinterbliebenen. Grey Peak Gorge wurde fast über Nacht verlassen, als die Bright Falls Mining Company 1970 ihre Tore schloss. Da hinten glänzt irgendwas. Ich glaube, das sind aber nur Batterien. Oh, ich bin gerade echt vorsichtig, weil ich echt nicht weiß, was mich hier erwartet, wenn ich weitergehe. Kann man das auftreten? Schade. Aber wie schon gesagt, 6 Blendgranaten sollten uns eigentlich vor so ziemlich allem schützen. Hoffe ich. Aber man entwickelt echt einen Wahnsinnsrespekt vor diesem Spiel. Vor den Gegnern dieses Spiels. Und man muss tatsächlich, also es ist eine ganz andere Art von Spiel. Man muss viel taktischer spielen als bei normalen Shootern. Auch schon wieder eine ganz neue Seite. Cool. Man muss viel taktischer spielen als bei normalen Shootern. Eben dadurch, dass man nicht einfach auf den Gegner draufballern kann, sondern man muss ihn halt erst... Das war so klar, dass uns jetzt gleich alles um die Ohren fliegt. Stirb, Tiefkühltruhe! Stirb, Herd! So, wenn dieser Traktor jetzt nicht auch gleich fliegen lernt, dann wäre ich echt enttäuscht. Ja, es war so klar. Oh, shit! Aber dieser Wasserturm ist echt ein Lebensretter. Dadurch, dass die... Oh, das wäre natürlich Wahnsinn, wenn die den umschmeißen könnten. Hallo? Moment, lasst mich kurz in Deckung gehen. So. So.
Ich muss ganz ehrlich sagen, diese fliegenden Dinger sind mir um einiges lieber als die Besessenen. Oh je. Oh je. Ihr wisst, was passiert, wenn ich hier runterspringe, oder? Wird die Hölle losbrechen. Diese Lok hier, die wird gleich so auf uns losgehen. Oh, doch nicht die Lok. Fuck. Ich muss in Sicherheit kommen. Shit. Oh. Aber hier drin sollten wir sicher sein, oder? Ich stopfe jetzt einfach eine Batterie nach der anderen in die Taschenlampe, das dauert ja sonst ewig. So. Hier liegt ein Schlüssel. Bisschen Kaffee. Njom, 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 njom. Wie praktisch, dass da einfach der Schlüssel rumliegt. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen. Von Götterreichen, Träumen und Dämonen. Von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Hm. Hallo. Die Frage ist, wollen wir ein Jagdgewehr mitnehmen? Wie viel haben wir denn von der Pumpe noch? Ach, 4 Schuss. Nee, komm, das lohnt sich nicht. Weg mit dem Ding. So. Aber wenn wir jetzt Munition kriegen... dann werden wir bald wieder auf Besessene stoßen. Ich glaube, beim nächsten Kontrollpunkt mache ich dann auch mal eine Aufnahmepause. Bin ja auch schon wieder bei 1,5 Stunden Aufnahmezeit. Hm. 2 Flecken. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Dieser Entführer schreibt bestimmt auch Hater-Kommentare auf YouTube. Ich könnte die eigentlich mal nachladen, fällt mir gerade auf. So.
Und nehmen wir die Pistole. Das Jagdgewehr nehmen wir natürlich nur bei großen Gegnern. Na toll. Ja, kommt her. Ah, shit, jetzt teilen sich die Schwärme, ist natürlich blöd. Für mich. Ja, kommt her. Okay. Ich wollte auf keinen Fall da drauf sein, wenn die Vögel kommen. Sehr schön, das hat gereicht. Jetzt seid ihr dran, kommt her. Wow. Shit. Oh, oh. Schnell lad auf, lad auf, lad auf, lad auf. Okay, ein Schwarm weniger. Kommt her. Oh, da sind noch zwei Schwärme. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich hinlaufe, nicht, dass ich hier den Berg runterfall. Sind jetzt weg? Hallo? Tatsächlich, die sind weg. Cool. Jetzt sollen wir in das alte Bergwerk hier rein, oder was? Ach, komm. So, und da haben wir unseren Kontrollpunkt. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt eine Pause. Vielleicht nehme ich nachher nochmal auf, mal sehen. Aber jetzt brauche ich erstmal dringend was zu essen. Muss ein bisschen rumtelefonieren. Treffe mich nachher noch mit Marco Possum, zumindest online. Und, ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und... Nachher, oder morgen, für euch auf jeden Fall morgen, werden wir dann die Silbermine verlassen und uns auf jeden Fall zum Aussichtspunkt am Mirror Peak begeben. Bis dann.